Ralf Rangnick saß auf der Bank und wollte seinen Augen nicht trauen. Ausgerechnet im brisanten Europa-League-Duell gegen den Schwesterklub aus Salzburg lieferte RB Leipzig eine indiskutable Leistung ab und lag bereits nach 22 Minuten 0:2 hinten. Am Ende verloren die Sachsen nach zwischenzeitlichem Ausgleich verdientermaßen noch mit 2:3, nachdem Fredrik Gulbrandsen kurz vor Schluss den Siegtreffer der Gäste erzielte. Die Hauptschuldigen hatte Rangnick dabei einen Tag später ausgemacht. Vor dem Spiel sind Dinge vorgefallen, die nicht gehen, wütete der Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag. Hätte ich das vor dem Spiel erfahren, hätte ich zwei Spieler bereits vor dem Spiel ausgewechselt und nicht erst in der Halbzeit. Manche haben sich nicht hundertprozentig auf das Spiel konzentriert, so etwas noch nicht erlebt. Wen Rangnick dabei genau meinte, ließ er offen. Klar ist aber, dass es sich um zwei Spieler des Trios Nordi Mukwila, Jean-Kevin Augustin und Bruma handelt. Alle drei Profis wurden in der Halbzeit ausgewechselt. Die genauen Verfehlungen wollte der Coach nicht verraten, das änderte sich aber nicht an seinem Wutausbruch. Es scheint so, als wenn manche Spieler die Europa League als lästige Pflicht sehen. Wir reisen hier quer durch Europa, um uns für den Pokal zu qualifizieren. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Anzeige: Die Europa League live bei DAZN, jetzt kostenlosen Probemonat sichern. Mit welcher Strafe die Spieler rechnen müssen, steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass der Club sie sanktionieren wird. Rangnick stellt Spieler an den Pranger. Schon nach der Heimpleite am Donnerstagabend hatte Rangnick getobt. In der ersten Halbzeit war es ein Totalausfall, fand Leipzigs Trainer bei RTL Nitro deutliche Worte. Da kann man sich bei den Zuschauern nur entschuldigen, nach dem Seitenwechsel stimmte die Einstellung zumindest halbwegs, doch an der Überlegenheit der Gäste änderte das nur wenig. Dabei scheute Rangnick nicht vor öffentlicher Schelte, die vor allem Ibrahima Konate traf. IBU war gegen Hannover wieder verbessert, nachdem er zuvor schon zwei schwächere Spiele hatte. Nach seinem Ausrutscher konnten wir froh sein, dass der Schiedsrichter dann nicht schon auf Notbremse entschieden hat. Von der Sorte gab es noch zwei oder drei, die zu Fehlverhalten geführt haben. Rangnick kritisiert Einstellung. Kurios mutet dabei Rangnicks Begründung für die unterirdische Leistung seiner Elf an. Bis zum Ende der Partie haben wir nicht verstanden, was für ein Kaliber uns gegenübersteht. Einige Spieler haben sich nicht vorstellen können, dass uns aus Österreich so ein Gegner erwartet, sagte der Coach. Dabei hätte er selbst dafür sorgen müssen, dass sein Team mit der richtigen Einstellung auf den Platz geht. Rangnick, von Juni 2012 bis Februar 2015 als Sportdirektor für Salzburgs Entwicklung verantwortlich, wusste nach eigenen Aussagen ganz genau über die Stärke seines früheren Teams Bescheid. Alleine, er konnte es nicht vermitteln. Ich hatte drei Jahre mit dazu beigetragen, dass so eine Mannschaft in Salzburg auf dem Platz stand wie an diesem Abend. Einige Spieler von denen, die gespielt haben, habe ich damals geholt. Mir war schon klar, was für eine Qualität vom Gegner auf uns zukommt. Am Ende wirkte der Trainer genauso ratlos wie seine Spieler und konnte den Hebel nicht entscheidend umlegen. Mit der Hereinnahme von Yusuf Paulsen und Marcel Halstenberg brachte er nach dem Seitenwechsel zwar etwas mehr Schwung ins Leipziger Spiel, doch an der Salzburger Überlegenheit änderte das nur wenig. Paulsen hat Zweifel an Mega-Rotation. Wir haben erst in der zweiten Halbzeit angefangen, dieses Spiel so zu bestreiten, wie man es von Anfang an hätte tun müssen. Am Ende fühlt sich das Ganze natürlich extrem schlecht an, lautet Rangnicks bittere Bilanz. Anzeige, reduziert. Jetzt das Leipzig-Trikot sichern. Hier geht's zum Shop. Dass die Heimpleite seine Ursachen auch in der Mega-Rotation liegen könnte, wollte Rangnick nicht gelten lassen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Liga und international hinbekommen, sagte der Coach, der im Vergleich zum letzten 3:2-Sieg gegen Hannover 7 Veränderungen vornahm.
Lediglich Nnedi Mukiele, Ibrahima Konaté, Kevin Campbell und Stefan Ilsanker standen erneut in der Startelf. Natürlich hätten wir Emil Forsberg oder Yusuf Paulsen 90 Minuten lang über den Platz jagen und einen, der schon gegen Hannover draußen blieb, draußen lassen können, sagte Rangnick. Ich glaube nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss gewesen wäre. Eine andere Meinung zu diesem Thema hatte Paulsen, der zuvor mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 für kurze Hoffnung gesorgt hatte. Sieben Mann zu rotieren hat gegen Hannover funktioniert, heute nicht. Darüber sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, und während Leipzigs Konrad Leimer am Ende von einem Skandal sprach, schickte Salzburgs Siegtorschütze Gulbrandsen noch genüsslich einen Giftpfeil zum Gegner. Wenn sie von unserem Level an diesem Abend nicht schon geschockt waren, sollten sie wenigstens vor dem nächsten Mal ein bisschen mehr Angst haben, lesen sie auch. Rangnick zerpflückt Spieler, unterirdisch, Totalausfall, Leipzig patzt im RB-Duell.